Und damit begrüße ich euch zurück zur Vuelta a España. Wir sind jetzt auf der na, 12. Etappe, müssten wir sagen, genau, von Los Corrales de Buelna. Nach Bilbao geht es ins Baskenland. Hinten raus ein Rundkurs, wie wir sehen, zwei Berge der dritten Kategorie. Wir haben schon ordentlich Rückstand inzwischen gefressen. Machen natürlich erstmal die Taktik für die... Oh Gott, ich kann noch gar nicht sprechen. Also, wir machen jetzt mal die Taktik für den Tag. So, Kaffee Haag. Der macht bislang einen sehr guten Job. Kökelehre nehmen wir mal für Simon Gerrans, der sehr weit hinten im Feld gerade gefahren ist. Den sollten wir mal weiter nach vorne holen. Wir tippen jetzt einfach mal hier vorne irgendwo irgendeinen Fahrer an. Der gute Herr Groeswijk ist getroffen worden. Und Simon Yates, der ja eine durchwachsene Rundfahrt fährt, häufig an der Seite von Chavez, aber nie so richtig lange. Und Chavez fährt natürlich auch noch nach vorne. Unser Team müssen wir, glaube ich, nicht unbedingt verbrassen. Das ist erstmal in Ordnung, wenn das so der Fall ist. Ich bin noch ein bisschen verwirrt, ist jetzt gerade 23 Uhr. Naja gut, es ist schon 23:30 Uhr, wenn ich die Folge jetzt hier aufnehme. Die Taktik für den Tag ist eigentlich so wie immer. Wir versuchen am Berg der dritten Kategorie zu attackieren. Wir sehen hier unten den Berg. Unten ist es relativ steil, wir werden früh attackieren. Es sind dann, na, wie weit ist es dann noch vom letzten Berg? Wir schauen uns das mal im Profil an, wenn es jetzt gerade auch anfängt zu regnen. Tempo ist schon relativ hoch. Wir schauen mal, letzter Berg der dritte Kategorie ist bei 174,9. Und die komplette Etappe ist 188 Kilometer. Bedeutet 14 Kilometer. Ich würde sagen, davon mindestens 8, 9 sind schon bergab. Also kann man dort auch schon relativ viel Energie verballern, mit einem hohen Tempo dann eben auch in die letzten Meter reinfahren. Das versuchen wir wieder mit Chavez ein bisschen Zeit gut zu machen. In der Gesamtwertung sieht es nicht ganz so prickelnd aus, muss man sagen. 4 Minuten 11 Rückstand haben wir schon mit Chavez. Allerdings muss man sagen, dass bei der normalen, wo älter die Abstände ja auch deutlich geringer sind. Also Contador Quintana ist dort jetzt in Führung gegangen. Nach der 10. Etappe, die jetzt glaube ich schon gefahren wurde in der Realität, hat sich dort auch vor Froome zum Beispiel gesetzt. Valverde ist dort auch, glaube ich, auf Platz 2, also auch sehr gut dabei. Reimt sich natürlich. Esteban Chavez ist, glaube ich, 4. oder 5. auch noch gut in der Gesamtwertung. Also durchaus realistisch gestaltet sich das hier, dass Valverde natürlich so gut drauf ist, wie er hier es zeigt. Das ist schon fast unrealistisch für sein Alter, aber man muss einfach mal abwarten. Das ist jetzt die 12. Etappe. Es gibt immer noch viel, viel Zeit, um Valverde im Endeffekt vielleicht doch noch einzuholen. Aber ich glaube langsam auch nicht mehr dran. So, Puerto de Alisas. Auch ein sehr schöner Name. Tagesform plus 2 bedeutet, wir haben einen Bergwert von 82, Hügelwert von 82. Beschleunigung geht natürlich nochmal nach oben. Wir müssen natürlich noch unseren guten Herrn Kaffee Haag nach hinten schicken. Wir können auch wieder einigen Fahrer sagen, dass sie automatisch fahren sollen. So, holte Kaffee Haag jetzt Wasser oder lässt es? Da ich ihn jetzt auf automatisch gestellt hatte. Gut, dann soll er jetzt erstmal Wasser holen, danach kann er wieder auf automatisch rumtuckern. Einige machen jetzt auch Führungsarbeit da vorne, relativ, ja, ich sag mal, freiwillig, weil sie auf automatisch gestellt sind, damit können wir leben. Es haut hier ordentlich runter, eigentlich jetzt nicht so das typische Chavez-Kolumbien-Wetter, aber was soll's. Plus 2, das sieht gut aus für den Tag. Wie gesagt, ist ein Rundkurs hinten raus in Bilbao anscheinend. In der Bergwertung sind wir nach wie vor auf Platz 2. Wo wir da gar nicht so richtig drauf fahren. Aber wir sind natürlich bei fast allen Hügeletappen vorne mit dabei. Wir attackieren viel, wir fahren sehr offensiv. Und im Endeffekt fährt Valverde immer wieder an uns vorbei. Das ist jetzt wirklich schon so häufig passiert. Ich glaube trotzdem, dass ich mir nicht so viel vorwerfen kann. Also andere Fahrer mit besseren Bergwerten liegen ja sogar noch hinter uns. Wie zum Beispiel Quintana und Froome. Froome. Entschuldigung. Ich muss mich immer davon abhalten, das zu machen bei Froome. Klingt halt wirklich wie ein startendes Auto. Froome. So, Hausen lässt sich zurückfallen, holt uns jetzt Reached Us the Water. Geldhaft ist da hinten irgendwie gerade rausgefallen. YZ. Okay. Da sind einige zurückgefallen. Irgendwie ein bisschen sinnfrei. Soll uns jetzt erstmal egal sein. Jetzt geht's in den Berg der dritten Kategorie rein. Alto de Vivero, also der Berg des Lebens. Das würde ich jetzt einfach mal so übersetzen. Ja, das Neusortieren hat jetzt, glaube ich, nicht so viel gebracht. Chavez haben wir hier vorne. Sehr steiler Berg, aber es sind jetzt eh noch paar 40 Kilometer bis ins Ziel. Da wird nichts passieren an diesem Hügel. Aber man sieht schon, 4,1 Kilometer lang. 8,5% steil.
Man sollte sich die Kräfte vielleicht doch einteilen. Aber gerade im unteren Bereich kann man natürlich viel Zeit gut machen. Dann sind es also rund 18 Kilometer bei der nächsten Befahrung des Berges. Da muss man natürlich schon schauen, dass man nicht zu hoch geht. So, und vor allem jetzt auch nicht zu viel Kraft verplempert, indem man hier nach vorne fährt. Wo ist Chavez? Den haben wir hier. Er wird gerade von Yates nach vorne gefahren. Er macht das aber sehr locker. 82er Hügelwert, wie gesagt, das ist schon tipptopp. Da können nicht viele mithalten und dann sind wir auch schon oben. Also, so lang ist das nicht. Wir werden jetzt in der Ebene natürlich gleich auch Jarens und Chavez schon mal wieder vorne platzieren. Die übliche Taktik brauche ich, glaube ich, nicht jedes Mal zu erwähnen. Ich mache es trotzdem. So, Warren Barguil, unser Fahrer der Tour de France, holt hier das weiße Trikot. Bei der Tour haben wir das, glaube ich, auch geschafft, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Warum kneift man eigentlich immer ein Auge zu, wenn man versucht zu überlegen, was mal war? Macht eigentlich gar keinen Sinn. Das ist noch nicht mal eine physische Reaktion eigentlich wahrscheinlich. Einfach nur, weil man sich von anderen Menschen bei anderen Primaten abgeschaut hat. Ganz lustig eigentlich, was man so an Körpersprache bei sich selbst entdeckt. So, komm, ja, wir schaffen es. Jetzt geht's hier runter und ich hoffe mal, es stürzt keiner, weil es regnet und Abfahrt, das bedeutet selten was Gutes. Boah, Simon Yates dreht gerade vollkommen am Rad. So, jetzt ist es nicht mehr weit und jetzt spielt gerade mein Ton verrückt. So, auch das habe ich technisch mal wieder, indem ich am Kabel gerüttelt habe, habe ich auch diese Aufgabe wieder bewältigt. Ich bin quasi der Technik des Radsportmanagers. So, jetzt wird es langsam Zeit, dass wir unsere beiden Fahrer, die wir mal wieder nach oben platzieren, dann auch schon mal in Position bringen. Tempo ist gerade nicht besonders hoch. Dann können wir nämlich hier vorne beim Movistar mal verweilen. Hängen wir uns mal an den guten Herrn Rojas dran. Der Rojas zu spät. Nee, komm, ich wollte gerade einen Witz mit Riechen machen, deswegen, weil er Rojas, weißt du, er hat es gerochen, aber es macht irgendwie ich bin nicht witzig gerade. So, jetzt sollten wir dann langsam mal loslegen. Jarens, hallo? Okay. Ja, so geht's natürlich auch. So war das nicht gedacht. Dann keine Attacke. Gut, dann haben wir Yates ja noch an unserer Seite, der uns hoffentlich aber auch nicht blockt. Wir können natürlich auch noch attackieren. Ich würde Yates jetzt mal stehen lassen vielleicht. Boah, hallo, was ist denn das für eine Attacke? Was war denn das schon wieder für ein Scheiß? Okay, bei Werder haben wir leicht distanziert. Aber es ist schon noch ein ganz schönes Stück bis ins Ziel. Mal schauen, wen haben wir hier? Kwiatkowski und Moreno, die allerdings jetzt beide gerade... Aber sie blocken ein bisschen bei Werde weg. Das ist sehr schön. Das macht ihr richtig gut, Leute. Es sind noch... Ist noch ein Kilometer bis oben hin. Ja, bei Werde wird im Endeffekt trotzdem wieder rankommen, wie ich den kenne. Komm, zieh durch. Auf der Abfahrt können wir schneller stellen. Da können wir auf über 90 gehen vom Wert. Und bei der Abfahrt, naja, wir sind nicht der beste Abfahrer. Das könnte echt ein Problem werden jetzt. So, der rote Balken ist auch noch da. Das muss man inzwischen ja immer ganz gut austarieren. Häng dich da bitte nicht hinten dran. So, jetzt sind wir auch Tetteler Kurs. Anderthalb Minuten haben wir vorausgefahren. Alter Schwede. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Wir müssen natürlich schauen, dass der gelbe Balken auch noch da ist. Nicht, dass wir den jetzt platt fahren. Es sind noch 10 Kilometer. Wer ist jetzt E3? Moreno, das Bergtrikot. Hier kommt Valverde. Der gelbe Balken ist das Problem, nicht der rote. Komm schon, lass es noch ein bisschen bergab gehen. Mann, Mann, Mann. Es sind noch 5 Kilometer flach. Alter Schwede. Wir haben natürlich auch noch roten Balken, den wir auch noch wegfahren können. Aber jetzt müssen wir tatsächlich ein bisschen vom Gas runtergehen. Im Endeffekt holen die uns wahrscheinlich doch wieder ein.
4 Kilometer, scheiße. Da ist Freile. Und jetzt knabbern wir natürlich schon am roten Balken. Ich muss das jetzt austarieren. Es sind noch 2 Kilometer. Was? Eine Minute Vorsprung. Die hinten, was machen sie? Wo sind sie? Da kommt Valverde, der uns jetzt wahrscheinlich doch noch einholt. Nee, komm schon, Chavez. Zieh das durch, mein Freund. Zieh es durch. Wir gewinnen auf jeden Fall. Auch bitte mit Abstand. Kommt Jarens dahinter in der Gruppe schon? Tatsache. Ohne dass wir irgendwas gemacht haben, kommt Jarens hier mit. Gut gemacht. Wir gewinnen auf jeden Fall die Etappe. Holen uns ein bisschen Vorsprung. Jetzt sind wir auch platt. Vielleicht ein bisschen zu viel in der Abfahrt gemacht. Er jubelt auf jeden Fall. Und der Abstand ist allerdings nur gering. Das sind 25, 26 Sekunden. Das ist quasi geschenkt. Da haben wir nicht wirklich viel gut gemacht. Da habe ich mir auch deutlich mehr erhofft. Valverde auf 2, Kwiatkowski auf 3, Jarens auf 4. Keine Ahnung. Ich hatte ihn eigentlich nur auf 85 und Position halten gestellt. Also, das war dann doch ein richtig gutes Ergebnis von Simon Jarens. Der Rest der Konkurrenz war relativ schwach. Quintana, Froome hat man wenig gesehen. Kwiatkowski wollte die Attacke mit uns mitgehen. Aber dann hat das doch ganz gut geklappt. Ich hätte jetzt natürlich gerne hinten raus noch mehr Kraft gehabt. Vielleicht ein bisschen zu hoch gegangen mit dem 95er-Wert dann, glaube ich. In der Abfahrt oder 90er-Wert. Cyanide zittert hier ein wenig. Schön flacker, flacker, flacker. Aber dennoch haben wir auf jeden Fall auf die Konkurrenz, auf die große Konkurrenz was gut gemacht. Auch auf Valverde. Dem haben wir mal gezeigt, wo der Hammer hängt. Quasi Tooltime gespielt. Da sehen wir, 25 Sekunden war es dann im Endeffekt. Nun gut, Chris Froome und so weiter wurden dann auch in der Gruppe gewertet. Und dann sind es in Anführungszeichen nur noch 3 Minuten 42, wobei das natürlich immer noch verdammt viel ist. Dieses Trikot möchte ich gar nicht haben, weil es einfach so unglaublich hässlich ist. Da sieht man mal, welche beiden Fahrer hier auch dominieren, weil Valverde gegen Chavez ist eigentlich das Hauptduell hier bei uns. Warren Barguil komplett in Weiß, der Mann. Simon Yates auf 3 mit 9 Minuten 51 Rückstand wird schwierig. Teamwertung sind wir auch auf Platz 3, da wird allerdings auch nicht mehr drin sein. Movistar ist nicht zu schlagen, trotzdem wieder mal ein gutes Ergebnis, ein Etappensieg von uns. Jarens noch auf Platz 4 platziert, mal schauen, wo Simon Yates gelandet ist. Ach, die wurden alle mit 25 Sekunden gewertet dann, okay. Jo, wenn ihr meint, dann ist das halt so, da habe ich natürlich keinen Einfluss drauf. Jetzt geht's von Bilbao nach Urdaj Dantxarrinea. Also baskischer geht es gar nicht, ich möchte noch ein X kaufen, bitte. Um auch wirklich baskisch zu klingen. Brambilla wird interviewt und Dylan Teuns natürlich, der natürlich einer der großen Favoriten auf dieser Etappe ist. 208,2 Kilometer lang, das wird wiederum schwierig, weil Chavez da nicht die allerbesten Werte hat. Wenn wir uns auch mal hier uns das anschauen, Ausdauer halt tatsächlich nur die 69, da hoffen wir wieder auf eine gute Tagesform, das sollte auch drin sein. Hervorragende Leistung in der Gesamtwertung wird hier nicht mehr so hundertprozentig mit eingerechnet. Gut, damit hätten wir aber auf jeden Fall die 12. Etappe auch schon mal im Kasten. Ich würde mich dann jetzt gleich nochmal ans Abonnententeam machen, vielleicht noch eine Folge aufnehmen und dann sehen wir uns auf jeden Fall auf der 13. Etappe wieder. Dann wird es, wie gesagt, schwierig, sehr viele Hügel mit drin, eigentlich wie gemacht für Simon Jarens, aber dort wird es für uns wahrscheinlich eher heißen, dranbleiben, als wirklich selbst zu attackieren. Also, ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid und bis zum nächsten Mal.